Shopify hat es diese Woche auch aufs 52-Wochen-Tief am Anfang der Woche erwischt. 511 Dollar sind wir da unter gewesen. Und naja, hier auch die Ausblicke für 2022 wurden korrigiert. Wachstum wird weniger sein. Und auch für mich ist das eigentlich jetzt kein Wunder. Gerade E-Commerce-Firmen werden es schwer haben, wenn sie jetzt nicht gerade Amazon heißen oder Alphabet. Warum? Naja, Corona hat natürlich den Wachstum beschleunigt, ist ja ganz klar. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, glaube ich, jeder, der jetzt zu viel Geld hat, wenn man das bei den derzeitigen Spritkosten und alles, was dann noch an Lebenserhaltungskosten, Inflation und so weiter teurer wird, wer da noch Geld übrig hat, der wird das dann wahrscheinlich eher in Urlaub oder physische Aktivitäten stecken, aus meiner Sicht, als dass noch sehr, sehr viel mehr Geld in den E-Commerce fließt. Und man darf auch nicht vergessen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte lieber den Handel vor Ort unterstützen, bevor ich online einkaufe. Von daher, Shopify beim 52-Wochen-Hoch noch bei 1762 US-Dollar, jetzt davon gut entfernt. Wir sind gerade bei einem Drittel und auch hier schauen wir uns ganz kurz die technische Analyse an. Die ist natürlich auf Verkaufen und das Analysten-Rating ist so bei einem leichten Kauf, warum auch immer, für mich tatsächlich nicht.